12 Monate lang Copy Trading. Was ist passiert? Wie sah dieses Selbstexperiment aus? Und kann ich es nach wie vor weiterempfehlen? Ja oder nein? Plus vor allem bekommst du hier eine komplette Anleitung von A bis Z, wie du online Geld verdienen kannst, auch von zu Hause mit deinem Laptop oder Handy. Und dafür brauchst du noch nicht mal eine Vorerfahrung, weil, wenn du bis zum Ende des Videos bleibst, verrate ich dir auch, wie du damit am einfachsten starten kannst und bekommst dann noch ein Geschenk on top, wo du viele Trader findest, Strategien, wo du Risikomanagement hast und vieles mehr. Aus dem Grund würde ich sagen, wir steigen direkt ein. Hi, Servus, der Eugen von Income Butler hier. Und wenn dich für smartes Investieren oder Online-Geld verdienen interessiert, sollst du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann wirst du benachrichtigt, wenn es wieder richtig coole Strategien, Ideen, Anleitungen und natürlich Updates zu den verschiedenen Themen zum Thema Geld verdienen und smartes Investieren gibt. Und das dreimal die Woche. Also, lass uns mal direkt jetzt ins Thema einsteigen. Und zwar geht es hier um diese tolle Plattform. Und die ist vollkommen kostenlos. Das heißt, du kannst dir einen kostenlosen Account erstellen, dass wir immer auch Schritt für Schritt gemeinsam durchgehen, ja, wie das Ganze funktioniert. Und das Gute ist hier, dass du alles Mögliche hier handeln kannst. Aktien, Kryptos, Indizes, ETFs, Rohstoffe, Futures und auch Währungspaare, also Forex. Du siehst hier, was man hier alles kaufen kann. Und auch Aktien kannst du auch hier wunderbar kaufen und dementsprechend auch Geld verdienen. Das Besondere daran ist aber genau diese Funktion von Copy Trading. Denn du suchst ja hier entsprechend Trader heraus, die wirklich sehr, sehr gut sind. Ja, du analysierst das Ganze, wie gut sind sie denn wirklich und kannst diese Trader dann einfach kopieren. Das ist wirklich so, wie ich sage, vollkommen automatisch. Jedes Mal, wenn sie einen Trade aufmachen, wird bei dir ein Trade aufgemacht oder auch geschlossen. Natürlich nur dann oder bis zu dieser Summe oder Grenze, die du definiert hast. Und du kannst jederzeit sagen, ich mag nicht mehr und kannst es autokopieren, stoppen oder dir so das Geld einfach auszahlen lassen, wieder auf dein Konto. Das geht wunderbar. So, jetzt starten wir mal direkt rein und sagen hier, wir registrieren uns ein neues Konto. Ja? Also der Link ist in der Videobeschreibung, nimm diesen Link und dann wirst du sehen, du kommst auf die Seite, dann kannst du dich hier registrieren und kannst jetzt hier deine E-Mail und Passwort eingeben. So, ich gebe es einfach mal eine ein und dann klicken wir auf den nächsten Schritt, registrieren. So, dann hat man hier eine E-Mail bekommen mit einem Code und da muss man diesen Code eingeben. Den suche ich raus und gebe den ein. So, nachdem man bestätigt hat, kommt man hier nun rein und sagt hier weiter. Jetzt ist man schon eigentlich im Konto und hat hier einen 10.000 Euro Kontostand. Und zwar natürlich Demokonto. Ja, es wird kein 10.000 Euro geschenkt, logischerweise, sondern es ist ein komplettes Demokonto. Damit kannst du es einfach nur ausprobieren, das Ganze. Ja. Jetzt kannst du aber hier ein komplett kostenloses Depot eröffnen, den du einfach jetzt hochstufen klickst. So, was hier passiert, ist einfach nur, dass du deine ganzen Daten eingibst, ja, deine Ansprache, Vorname, Nachname, Geburtsdatum und natürlich auch Telefonnummer. Das gehst du Stück für Stück durch, der Assistent leitet dich hier dadurch. Und wenn du fertig bist, dann ist dein Konto auch durch. Hier ist auch eines wichtig zu erwähnen, du musst dich natürlich verifizieren mit deinem Ausweis und deinen Dokumenten, dass du so wirklich du bist. Das ist natürlich regulatorisch, gesetzlich vorgegeben, das muss man tun. Wenn du das Ganze getan hast, dann wird dein Konto überprüft und ziemlich schnell freigeschalten. Ich sage dir gleich an dieser Stelle auch, dass du wahrscheinlich von Naga, also für diesen Plattform auch angerufen wirst, um nochmal kurz zu checken, hey, passt alles, kennst du dich aus und. Du musst dich aber auch hier selber einstufen. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schritt durch, weil jetzt sind wir schon angemeldet, ja, jetzt kann ich hier alles auch eingeben entsprechend und dann sehen wir mal, wie das Ganze danach aussieht. Also 16, 9, so, Telefonnummer, da gebe ich jetzt einfach eine ein, weil ich jetzt eben meine Nummer schon registriert ist, ja. So, dann schauen wir mal, ist die Business Sign. Okay. So, dann habe ich meine Nummer eingegeben, schauen, was passiert. Weiter. Du bekommst nun einen Code, auch per E-Mail zugeschickt, wie du siehst. Ja, und diesen Code gibst du auch hier wieder ein. So, verifizieren, fertig. Klar, ich habe hier schon ein Konto, deswegen kann ich jetzt keins weitermachen.
Du müsstest hier ins Weiterfahren zur Verifizierung und dort eben deine ganzen Sachen eingeben und das war es dann auch schon. Ja, also wirklich ziemlich einfach. Der Assistent leitet dich hier durch. Ich mache aber hier eben Schluss, weil es für mich dann nicht weitergeht. Wir switchen aber jetzt besser zu meinem echten Konto. So, wir sind hier auf meinem Konto und du siehst hier zahlreiche Trades, die eben durchgeführt wurden und ja, geöffnet und geschlossen wurden. Du siehst hier verschiedene Profite. Die sind auch unterschiedlich hoch. Manchmal sind es nur 3,75 Euro, 1,73, 3 Euro, aber auch 13 Euro. Hier auch nur 10, 20, 24 Euro. Ja, aber die Menge macht es einfach aus. Oder hier auch 114, 116, 120 Euro. Ja, das heißt also, man kann hier natürlich gutes Geld verdienen. Wichtig ist, wenn du so einen Trade eröffnet wird, ist er meistens einfach im Minus. Ja, also hier sind auch jetzt einige Trades im Minus und hier siehst du, sind einige Trades im Plus. Also könnte ich hier einfach das X draufklicken, den Trade schließen und dann habe ich das auch Profit gemacht. Ja, du siehst auch hier mein Konto. Knapp 28.000 Euro ist das jetzt schon groß und ja, ich kann auch zeigen, wann ich das Ganze natürlich auch hier eröffnet habe. Ja, was ich noch zeigen kann, ist natürlich auch hier, da sind 18 Trades geschlossen worden diesen Monat. Wir können auch zeigen hier today auch 16 Trades geschlossen, knapp 1800 Euro oder Dollar hier im Profit und 17 Trades wurden dann nochmal eröffnet und die sind nun am Laufen. Ja, von daher auch ziemlich cool. Man hat hier wirklich sehr viel Statistiker. So, jetzt gehen wir zurück zu den Trades. Du siehst hier, es läuft das Ganze vorwärts. Und die Frage ist nun, wie finde ich einen richtigen Trader? Und vor allem, worauf muss ich hier bei einem guten Trader achten? Und worauf muss ich bei meinem Konto achten, damit das Ganze auch wunderbar funktioniert? Also kannst du das Ganze hier schon mit 300 Euro, nee, 250 Euro ist das Minimum absolute. Und damit kannst du starten. Ich empfehle aber mindestens 300 oder 500 Euro, damit zu starten, damit du auch wirklich was kopieren kannst. Ja? Das ist ganz wichtig. Und wenn es dir nicht gefallen sollte nach 5, 6, 7 Trades, dann schließt du das Ganze und zahlst das Geld einfach wieder aus. Überhaupt gar kein Problem. So, jetzt suchen wir aber einen guten Trader raus. Also, wir gehen hier auf Top Trader und suchen gleich einen aus. Wichtig, ich schenke dir auch meinen kompletten Online-Kurs dazu, wo du auf Margin achten musst, wie Sicherheit, Risikomanagement. Wie du wirklich einen richtig guten Trader findest und vor allem natürlich, ich glaube, es sind 8 oder 10 oder 12 Trader dabei, die du einfach kopieren kannst, die ich selber kopiere. Ja, und du kannst natürlich auch mich kopieren, wenn du möchtest. Das geht auch. Ich mache nicht so viele Trades, ab und zu mache ich einen Trade, wie du hier gesehen hast. Hier sind ein paar Trades von mir gemacht worden. Ja, die habe ich jetzt gemacht. Und zwar sind das hier 16 Trades, die ich geschlossen habe und 17, die ich eröffnet habe. Heute ist es wirklich nicht so viel, aber auch die Woche, du siehst, es ist das Gleiche. Ja? Also es hat sich nicht so viel verändert, weil ich halt nicht so oft trade, aber wenn, dann lasse ich sie auch öfters mal gerne länger offen, das Ganze, und damit ich einen größeren Benefit einfahre. Ja? Genau, jetzt gehen wir zurück zu den Tradern. Wieso kannst du einen kostenlosen Kurs einfach sichern? Findest du auch in der Videobeschreibung. So, dann gehen wir hier auf Top Traders ganz oben und wir schauen uns diese Dashboard hier an. Du kannst jetzt hier, siehst du hier verschiedene Leute, Win-Ratio etc. Und du kannst hier sagen, hey, wie will ich das Ganze sortiert haben? Immer ganz wichtig, Profit for Coppers. So, und dann wählen wir am besten für Monat, 6 Month oder sogar 12 Month aus und dann siehst du auch die ganzen verschiedenen Leute. So, wenn du das Ganze so gemacht hast, ja, 12 Monate ist egal, dann siehst du hier verschiedene Leute. Den hier kannst du nehmen und den hier kannst du auch nehmen zum Beispiel. Das sind auf jeden Fall gute Trader. Dann können wir uns schon anschauen, was ist mit dem überhaupt. Den kenne ich persönlich jetzt nicht. Schauen wir mal rein und schauen, okay, Risikoscore ist 5, hat eine fast 95%ige Gewinn, Chance und Winrate, ist ganz okay. Er will 600 Profit pro Tag machen, allerdings hat er auch ein viel größeres Konto mit 40.000. Brauchst du natürlich nicht. Ja, ich zeige dir auch warum und weshalb. So, und dann schauen wir uns dann Statistik an und siehst, es geht hier eigentlich ganz, ganz gut nach oben. Allerdings sind ein paar kleine Minus dabei. Das ist ja vollkommen okay, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil es ist unmöglich, jeder Trade, dass er im Positiven läuft, ja, und geschlossen wird. Das ist einfach nicht möglich. Und genau aus diesem Grund, ja, genau aus diesem Grund ist das nicht so tragisch, sondern schauen wir Trades an und schauen, wie groß. Okay, die Trades sind schon sehr groß. Ja. Zwischen 950 und 1500 Euro sind sie groß. So, das wollen wir natürlich nicht machen. Ich zeige dir auch, wie man es anders macht. Jetzt gehen wir zurück zu den Top-Tradern. Wir gehen zu dem zum Beispiel hin, den Klorner. Ja, dann klicke ich drauf.
Win-Ratio schon deutlich höher auch und Risikoscore nur auf 3. Ganz cool. Schauen wir auch hier Trades an. Hier ist das Konto schon viel kleiner. Super, 150 Euro. Also von daher 120, 150 Euro geht da hoch. Perfekt. P&L, also Profit and Loss, sieht auch ganz gut aus. Und wenn wir auf Stats gehen, auch hier siehst du, es geht langsam hoch. Also er macht auch nicht viele Trades. Ja, und auch die Lose Ratio ist auch nicht so tragisch. Ja, von daher, er macht ungefähr 23, 24 Trades pro Woche, was jetzt wirklich nicht viel ist. So 4, 5 Trades am Tag. Genau. So, jetzt können wir nochmal nachschauen. Okay, das war jetzt dieser Trader. Das ist ein Feed. Okay, perfekt. Dann können wir hier sagen, wir machen hier eine Kopie von ihm. Also wir kopieren seine Trades. Also klicken wir auf Autocopy und sehen nun Folgendes. Und hier würde ich dir empfehlen, auf jeden Fall ganz gut aufzupassen, damit du auch das Ganze richtig machst. Also im Kurs ist es natürlich viel, viel umfangreicher als erklärt. Deswegen holen wir am besten, solange noch kostenlos ist. So, jetzt hier keine Percentage eingeben, sondern wirklich ein Amount, was du traden willst. Und hier kannst du sagen, hey, ich will maximal 100 Euro investieren, wird der Trade maximal 100 Euro groß. Du musst mindestens 50 Euro einstellen. Und ich trade meist so mit 150, 200, 250 oder maximal 300 Euro pro Trade. Jetzt kann ich natürlich sagen, hey, hier mach mal 150 Euro maximal Trade und dann sagst du, starte Autocopy. So, wird dann gestartet und nun, ja, jetzt wird das, dauert ein bisschen, wenn das Ganze durch ist, jetzt wird das Ganze mit 150 Euro, werde ich nun diese Trades von kopieren und maximal 150 Euro pro Trade investieren. Das heißt, wenn er mal einen 1000 Euro Trade aufmachen würde, diese Person, dann würde ich trotzdem nur 150 Euro investieren, nicht mehr. Das ist gleich ganz wichtig. So, und wenn ich jetzt sage, hey, ich will den gar nicht mehr kopieren, ja, dann gehst du hier auf Copy Trading und sagst hier auf Active und kannst sagen, okay, ich möchte den jetzt hier gerne stoppen. Ja, kannst sagen, hier, pass auf, Pause Autocopying. So, das war es eigentlich schon. Und schon ist das Ganze pausiert und du wirst nichts mehr von ihm kopieren. Ganz, ganz einfach. Und ja, damit ist dieser Trade oder dieser Trader wird nicht mehr kopiert. Das war es auch schon. Und du kannst nun alle Trades schließen. Wenn du dann das Geld austeilen lassen willst, kannst du einfach Withdraw gehen. Ja, auf hier Manage Funds und dann auf Withdraw. Und dann kannst du das Geld auch einfach auszahlen lassen. So einfach ist es eigentlich damit geschehen. Du kannst jederzeit, wenn so ein Trade offen ist, kannst du jederzeit hier selber eingreifen, selber closen, ja, also wirklich selber schließen. Das geht natürlich auch. Wichtig ist, dass du bei diesen Top-Tradern auf genau die Sachen achtest, die ich dir gesagt habe und beim Traden immer ein Auge drauf hast, dass deine Margin, die sollte immer im grünen Bereich sein, also 150 plus. Sollte sie gelb werden, ist nicht so tragisch, sollte aber auf jeden Fall nicht, also im besten Fall nicht unter 100 kommen. Und auf gar keinen Fall unter 60, weil bei, siehst du selber, wenn ich draufklicke, steht hier, bei 0 bis 50 werden dann die Positionen geschlossen, die am unprofitabelsten sind. Das ist natürlich nicht so toll und ja, das ist okay, also, aber hier ist es wirklich, wo man Sweet Spot ist, wo alles wirklich super ist, ja. Du bekommst jedes Mal, wenn du unter 150 bist, unter 100%, wirst du hier eine Benachrichtigung bekommen, genauso wie hier, wenn es sonst geschlossen wurde. Wichtig zu sagen ist, er kopiert so lange, bis die Margin bei 100% ist. Ja, danach musst du nichts mehr kopiert oder du greifst vorher schon ein und sagst, okay, stopp, mag ich nicht mehr. So funktioniert eigentlich das ganze Copy Trading. Gibt noch ein paar Punkte mehr zu sagen, aber es würde den ganzen Rahmen sprengen, würde so ein paar Stunden dauern, das ganze Video. Deswegen hol am besten einfach einen kostenlosen Kurs, schau dir alles ganz genau an. Da sind auch die ganzen Trader dabei und probier es einfach mal mit 300, 500 Euro aus. Und schau, was du mitnehmen kannst. Ja, viele der Kursteilnehmer, die es gemacht haben, haben mir berichtet, dass sie nach, ja, nach, der eine hat schon nach 2 Tagen 60 Euro plus gehabt, also 57 Euro noch was. Dann die anderen waren 200 Euro plus, die anderen waren 290 Euro plus, dann 120 Euro. Das ist wirklich nach ziemlich kurzer Zeit, weil das wirklich hier alles getestet ist. Und nach 12 Monaten, ja, ist es einfach so. Ja, und das kannst du eben entsprechend auch selber nachmachen. Ja, klar, es ist keine Anlageberatung und ja, Trading, egal ob du es selber machst oder kopierst, ist immer mit Risiko behaftet. Das ist natürlich ganz klar. Ja, dadurch, dass man aber Leute kopiert, die
ich sag mal, davon Ahnung haben, ist Risiko geringer. Man muss einfach nur die Margen einfach im Kopf oder im Auge behalten, damit das Ganze auch richtig gut funktioniert. So, und dann wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Ausprobieren. Gib dem Ganzen eine Chance, das sind 300 bis 500 Euro. Und wenn du es nicht mehr magst, dann zahlst du einfach aus nach 5, 6, 7 Trades und fertig. Ja? Ich glaube, so nach 10 Trades kannst du mal ein kleines Resümee ziehen, wie das Ganze für dich funktioniert hat, ob das Spaß macht, ob das sich rentiert für dich. Und ja, dann deine Entscheidung treffen.